Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Beim Kapitel oder im Kapitel Präpositionalobjekt behandeln wir nun das Thema Heirat, Ehe, ein ganzes Thema, und üben die Strukturen, die in diesem Falle zur Anwendung kommen. So, links haben wir die Verbstrukturen jemanden heiraten. Ich heirate dich. Heiratest du mich? Ich will dich heiraten. Willst du mich heiraten? Dann sich mit jemandem, jetzt Dativ, verheiraten. Er hat sich mit ihr verheiratet. Sie hat sich mit ihm verheiratet. Früher, der Vater hat seine Tochter mit dem Sohn seines Geschäftspartners verheiratet. Diese Zeiten sind vorbei. Dann haben wir noch mit jemandem eine Ehe schließen. Das mit muss kleingeschrieben sein. Mit jemandem, also Dativ, eine Ehe schließen. Er hat mit ihr die Ehe geschlossen. Oder sie hat mit ihm die Ehe geschlossen. Und rechts haben wir noch die Struktur, um die Hand des anderen anhalten. Ja, das ist heute nicht mehr üblich. Aber in gewissen Kreisen hält der junge Mann noch um die Hand der Tochter an. Also er bittet die Eltern, den Vater, um die Erlaubnis, seine Tochter heiraten zu dürfen. Zum Schluss fällt mir noch ein Zitat von Schiller ein. Sehr schön. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Es gibt viele andere interessante, schöne Zitate, aber dies von Schiller fiel mir gerade ein. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen. Bis zur nächsten Folie verabschiede ich mich mit Tschüss.